Herzlich willkommen beim Wir sind Festival. Heute bin ich zu Gast bei Rico Crudelli. Rico Crudelli ist Fitnesstrainer und Medium. Er arbeitet sowohl im Fitnessstudio, wie hat er auch seine eigene Praxis und ist auch gerade dabei, ein Buch zu schreiben. Es freut mich sehr, habe ich heute die Gelegenheit, mit Rico zu sprechen. Herzlich willkommen, Rico. Hallo, Andreas. Schön, bist du bei uns. Erzähl uns mal, wie ist es dazu gekommen? Sport, Fitness und Medium sind ja zwei recht unterschiedliche Lebensaspekte. Wie bist du zum Sport gekommen? Wie bist du zur Medialität gekommen? Ja, also es ist so, Andreas, ich habe Leukämie gehabt, Blutkrebs mit 9 Jahren. Und durch dieses Ereignis, also durch eine Operation, die ich dann hatte, durch eine Implantation eigentlich für ein Portercat, hatte ich ein Nahtoderlebnis. Und durch dieses Nahtoderlebnis danach habe ich immer wieder verschiedene Sachen wahrgenommen. Also das heißt, meine verstorbene Großmutter wie auch mein Onkel, wo mir im Leben sehr nahe standen, kamen mich auf einmal besuchen im Kinderspital, im Zimmer. Das ganze Zimmer wurde hell und ich wusste nicht, was jetzt passiert ist. Also ich habe meiner Mutter gesagt, Mama, jetzt bin ich, glaube ich, verrückt oder was ist da los mit mir? Und im Laufe von der Zeit dann hat sich das wieder eigentlich reguliert. Also sie kamen nicht mehr, ich hatte einfach immer das gute Gefühl. Also mir hat es wie einen tiefen Glauben gegeben, also dass alles gut kommt mit meiner Leukämie. Danach wurde ich dann geheilt, also nach 2 Jahren Chemotherapie. Und die Dinge nahmen seinen Lauf. Also ich machte eine Lehre als Verkäufer. Und nachher mit 19, 20 fing dann das Ganze wieder an. Also in der Nacht kam wieder meine Großmutter, also dann zu Hause, das ganze Zimmer wurde wieder hell und ich merkte einfach eine enorme Energie. Und das erinnerte mich auch immer wieder an das Nahtoderlebnis. Also eine Energie, die man fast in Worten nicht beschreiben kann. Also vom Körper her, also mir als Menschen, das ist eine enorme Power. Oder? Und man merkt so wirklich, hey, das ist so ein Einswerden auch mit der geistigen Welt, also wenn man da in Kontakt geht. Also ich habe dann auch eine Ausbildung gemacht in der Schweiz, eine 5-jährige. Ich bin auch jetzt mich immer wieder am Ausbilden. Und zu deiner Frage zurück, also es hat mir eigentlich den Glauben dazu gegeben, durch das Nahtoderlebnis, den tiefen Glauben dazu an die geistige Welt. Und Fitness war schon immer mein Hobby, also nach der Leukämie war ich sehr dünn. Und mein Vater nahm mich dann in ein Fitnesscenter mit, also mit 14, 15. Und dann habe ich angefangen, Krafttraining zu machen und merkte da, das tut mir gut, auch so als Ausgleich für den Alltag, also irgendwie für den Stress und so. Das tat mir in der Zeit sehr gut. Und auch heutzutage, also ich gebe Bodypump und Bauchtraining, bin Fitnessinstruktor und dort aber schalte ich wirklich ab. Also dort ist das für mich, also ich lebe die Spiritualität dort und gehe auf die Impulse ein. Aber ich schalte so weit ab mit den Verstorbenen, sage ich mal, oder auch mit irgendwie Aura lesen oder so. Wenn ich da ein Training habe, da schaue ich da nicht, wo ist die andere Person gerade beschäftigt, gehe auf die Energie ein, sondern bleibe wirklich bei mir und unterrichte den Sport dann. Und auch mit den vielen Leuten da, also auch im Bodypump, im Group Fitness, also da nehme ich einfach auch die Power dazu, also das sicher, ja. Aber immer ein bisschen auf Abstand, nicht, dass das Ganze zu überschattet, sage ich jetzt mal, ja. Okay, hast du noch von diesem Nahtoderlebnis konkrete Erinnerungen, wie das abgelaufen ist? Ich denke, das wäre vielleicht auch noch interessant, ja, wenn du etwas da mehr dazu erzählen könntest. Ja, also es ist so, dass ich mein Herz stillstand für eine Zeit und ich spürte, wie ich aus meinem Körper gehe. Also das waren Millisekunden, das ganze Nahtoderlebnis. Okay. Also das spielte sehr schnell ab, aber es war so das Andocken an das Gesamtbewusstsein. Also in dem Moment wurde mir alles klar, auch so über meine Seele. Also was ich da überhaupt auf Erden mache. Also ich hatte danach, nach diesem Nahtoderlebnis, auch eine Zeit, wo ich in das Negative gefallen bin. Also wo ich wie gemerkt habe, wow, es ist doch viel schöner dort. Aha. Oder? Und musste das zuerst mal richtig realisieren, also eine Zeit lang. Weil das ist so eine enorme Power, also wirklich so auch, du hast gefragt, wie das genau ist, das ist so, ja, das Andocken, also an der eigenen Seele, also wirklich so an eine Klarheit, die man so mit unserem Verstand gar nicht wahrnehmen kann, oder? Und das, ja, das ist noch schwierig, so in Worten zu befassen, aber es ist eigentlich eine Klarheit und eine enorme Energie an Liebe.
Hat dir da der Sport, die Körperlichkeit auch geholfen, dieses Gefühl von, wie du sagst, dieses schöne Gefühl von der anderen Seite, dann wieder ins Leben zu kommen, durch Ja. den Körper, durch den Sport? Ja, sehr. Ja. Ja. Also wirklich auch so in der Lehrzeit. Unbewusst hatte ich das immer an meiner Seite, seit da an, aber nicht richtig bewusst gelebt. Aber ja, es hat mir sehr viel gegeben, auch so in der Lehrzeit. Der Lehrmeister regt einem auf oder irgendetwas isst und so. Und dann gab mir das sehr vieles dort, ja, der Sport, ja, als Ausgleich so. Mit 9 Jahren mit der Krankheit wurde so der Grundstein für deine Spiritualität gelegt. Das ist dann aber erst mit 19 wieder zurückgekommen. Was war denn in der Zwischenzeit? Da warst du einfach Teenager und hattest die Genau. normalen Teenager-Gefühle, die normalen Teenager-Leben, das wir alle geführt haben. Genau, also es war auch so in dieser Zeit, ich habe das Gefühl immer wieder gesucht. Also so das jenseitige Gefühl. Und hatte dann auch einen Ausrutscher, also ich hatte eine Zeit lang Drogenprobleme, habe das Gefühl immer wieder gesucht in Drogen, also in verschiedenen Arten, wo es da gibt. Okay. Und habe gemerkt, es kommt dem näher. Aber es ist nie dasselbe. Also es ist viel zu fest, nicht bodenständig und nicht klar. Und nicht nachhaltig. Und nicht nachhaltig, genau. Hatte dann eine Zeit lang ja, Probleme damit und die Lehre absolviert, dann die Lehre aber abgeschlossen und dann war alles wieder. Also dann habe ich da den Kollegenkreis gewechselt und alles. Aber in dieser Zeit, es war sehr lehrreich für mich. Ja. Ich habe dort auch immer wieder das Ganze herausgefordert, also vor allem auch mit dem Verstorbenen. Ich wollte wissen, wie real seid ihr wirklich, weil ich habe es da wirklich immer wieder gesehen. Aber sie liefen durch die Wände und so und ich konnte das nicht fassen. Also ich dachte immer, ich machte mir das selber vor. Oder? Und da erkannte ich dann natürlich auch in der Ausbildung, wo ich das Ganze gelernt habe, also diese Sprache mit den Verstorbenen, einen Dialog zu führen, wie die mit uns kommunizieren. Also dass das so in der tiefen Liebe ist und dass man diese Sprache, das ist wie eine Fremdsprache, lernen muss. Oder? Also über die Gefühle, über das Sehen, über das Schmecken, über all die Sinne, die wir haben. Ja? Und habe dann mich ausbilden lassen, wie gesagt, und sehr viele Sitzungen immer wieder gegeben. Am Anfang auch die alten wieder abgebrochen. Also ich arbeite ja heutzutage noch mit Geld-Zurück-Garantie. Also wenn ein Klient nicht zufrieden ist, dann gebe ich das Geld zurück und dann mache ich einen anderen Termin ab, oder? Da bin ich sehr offen und habe so auch keinen Druck, oder? Okay. Ja. Wie siehst du das heute jetzt? Das ist ja auch alles schon ein paar Jahre her. Wie siehst du das heute? Diese Welt vom Kraft- und Fitnesstraining, sehr körperbetont, auch Schönheitsideale anstreben, vielleicht auch ein bisschen Hedonismus kann da mit dabei sein. Und in der spirituellen Welt, das gibt es auch diese Vorurteile, ist Schönheit nicht wichtig, ist Körperlichkeit nicht so wichtig, ist alles total vergeistigt. Wie lebst du das? Wie siehst du diese Gegensätze? Also ich sehe das so heutzutage, ja, das machen ja auch die Stars so ein bisschen vor, oder? Mit Instagram, Facebook und all das, was es gibt. Also immer mehr so auf das Aussehen, wie du gerade gesagt hast, Andreas. Und es nimmt immer mehr so die Oberflächlichkeit an, oder? Doch ruft aber eigentlich jede Seele nach der Tiefe, insgeheim, oder? Zu sich selbst. Also ja, und das ist ja eigentlich auch die eigene Spiritualität. Also ich finde das gerade im Geistigen, wie du auch gesagt hast, da gibt es viele, die nennen sich Medium oder sagen eben, sie sagen Spiritualität, also ist quasi Spiritualist und leben aber das Ganze, also sie vergessen wie das eigene Leben dazu. Also ich finde das sehr wichtig, auch die bodenständige Spiritualität. Also, wenn man zum Beispiel sieht, dass man einem Impuls nachgehen sollte. Also ich lerne die Leute heutzutage auch viel mehr eigentlich so auf the language of soul. Also nicht nur mit den Verstorbenen zu kommunizieren, sondern die allgemeine Spiritualität, die allgemeinen Botschaften im Alltag zu erkennen. Also das heißt, wenn man merkt, jetzt in einer Partnerschaft, das geht nicht mehr so weiter. Dass man da irgendwie stolpert oder hakt oder je nachdem, was auch immer, aber dass man dann auch die dazugehörigen Inputs also wahrnimmt und ernst nimmt und den geistigen Impulsen wirklich vertraut. Das ist meiner Art Spiritualität. Also, dass man, wenn man merkt, dass man irgendetwas ändern sollte, dass man das auch ändert. Nicht nur jetzt in Beziehungen, geschäftlich, allgemein im Leben. Und das finde ich so eigentlich die Sprache von der Seele. Und das finde ich das Spannende auch
dass man dann dem nachgeht und dass man dort, wie du gesagt hast, dann auch in eine Power kommt. Und das finde ich dann spannend, mit dem Sport zu verbinden, dass man wirklich dann näher zu der eigenen Seele kommt. Man kommt so wie näher zu seinem Seelenplan. Und das kommt so in ein Feuer hinein, wo man merkt, für das bin ich hier. Und das ist so ein Gefühl, wo man immer mehr näher kommt. Und das braucht so eine Zeit, also auch Geduld, das ist, ja, und Dankbarkeit, das sind sehr große Worte, wo ich da sehr wertschätze. Ja. Und ja, zu dem Sport, also ich verbinde das so mit dem Sport, ja, dass man unbewusst vielleicht schon, spreche ich irgendwie etwas an dann bei den Leuten oder so, und dann merken die selber. Also ich versuche wie den Leuten auch, wenn sie sich gar nicht für Spiritualität interessieren, so Inputs zu geben. Oder also auch während dem Sport irgendwie, wenn ich am Schluss merke, es geht um das oder so, dass ich das schon ein bisschen einfach reinnehme, oder? Und immer wieder in der Ehrlichkeit halt auch und wirklich in dem Respekt zu den Leuten. Ja. Okay. Kannst du vielleicht für uns ein Beispiel machen von so einem, von dieser Seelensprache, von so einem Seelenimpuls, wie das sich genau im Alltag manifestieren könnte, wie sich das anfühlt? Mhm. Ja, da kommen hier gerade diverse Sachen in den Sinn, zum Beispiel jetzt gerade vom letzten Zirkel, letzten Mittwochabend, wo wir hatten, da kam die Kollegin und da ließ ich die Leute eine Karte ziehen, und das sind so Karten, wo es verschiedene Sachen drauf hat, also Farben, Statuen, alles verschiedene Sachen so. Und danach hat sie eine Karte gezogen und dann war da so ein Vulkan drauf. Und in dem Vulkan, also oben, das, was er rauslässt, sah man so ein Gesicht, und es war ein weibliches, junges Gesicht, oder? Mhm. Und danach hat sie das fotografiert alles. Ich sagte, ja, nimm das mit, oder? Ich merkte schon, worum es geht, oder? Wollte ihr aber, sie macht 1-zu-1-Übungen, wollte da nicht reinschwatzen, der Person, die da am Üben war, oder? Und ließ die Damen da üben miteinander. Und ein paar Tage später, also vorgestern, hat sie mir dann ein Bild geschickt auf Facebook, und da sah ich wirklich das Bild, wie die Tochter das gemalt hat, bevor sie starb. Das war wirklich genau auch dem Vulkan und wie die Steine da rausspringen, und 1-zu-1 wirklich, also dasselbe Bild und dann mit dem Gesicht dazu. Und sie fragte sich so in letzter Zeit, kann ich dem auch vertrauen, so wie ich mich da gefragt habe, oder? Da merkte ich, wo sie da drin ist momentan. Und dann war das extrem ein Berühren von ihrer Seele, von ihrer Tochter da, diese Bestätigung. Mhm. Ja. Aber da gibt es unzählige solche Situationen. Also wie gesagt, ich habe jetzt gerade ein Buch, bin ich am Schreiben, und so ein spiritueller Roman. Und bin da am Schreiben und merke da die Power, die mich da überkam, über die Festtage, wo mir da ein bisschen langweilig war. Und da dachte ich, ja, schreibe ich ein Buch. Und dann war ich da wirklich in diesem Wind von Energie und schrieb dieses Buch. Ging zugleich auch zum Tätowierer letzte Woche, hat mir da so ein Schiff tätowiert. Und ganz spannend, also da, man sieht, es ist noch frisch, wenn man das vergleicht da, ganz spannend, wie eigentlich das Wasser gesetzt ist, und das Segel aber noch nicht. Wir hatten dann keine Zeit mehr nach 5 Stunden und die Segel sind noch nicht gesetzt. Und da schreibt mir die Kollegin, die ich gerade letztes Jahr noch im November eine Sitzung bekam von ihrem Gordon Smith Seminar, beschrieb mir da auf Facebook, sie wusste gar nicht, was ich da mache, wie es mir ging. Wir schrieben nur kurz hin und her, wie geht es und so, und dann schrieb sie, nutze die Energie deinem Wind, oder? Und da dachte ich so, wow, also ich weiß jetzt nicht mehr gerade die ganzen Wortwahlen, aber es war so geschrieben, so eben nutze die Energie, es kommen wieder ruhige Gewässer, wenn die Segel gesetzt sind. Und dann, boah, also das war wirklich so wieder für mich so eine Botschaft. Dann schickte ich hier natürlich das Foto und schrieb, ich habe gerade eine Tätowierung gestern gemacht, und ja, du hast recht da mit der Energie und dem Wind, und dass ich da wirklich das ausnutzen soll, also ausnutzen, die Power wirklich vom Göttlichen spüren sollte. Und das dann auch umsetzen. Heutzutage, man sieht viele Leute, die spüren immer mehr jetzt diese Energie, oder? Also man hat da über 2012 gelacht und alles, aber die Energie, was einem früher beschäftigte, das ist heute viel höhere Frequenz an Energie, auch wieder mit dem Nahtoderlebnis, an Bewusstsein, auch mit Heilungen, wenn wir da vorne arbeiten. Das geht immer tiefer und tiefer, also das ist unendlich, oder diese Liebe der geistigen Welt. Und da finde ich es halt schön, wirklich auch die Leute
an den Zielen zu begleiten. Also was sind eigentlich meine tief versenkten Wünsche? Und so die Leute dann immer mehr auf dies zu bringen und diesen Wind wirklich auch, bis die Segel wieder gesetzt sind, nutzen. Ja. Was ist es für dich? Also wenn ich dir so zuhöre, habe ich das Gefühl, du möchtest uns vermitteln, das Leben spricht zu uns. Genau. Mit so kleinen Signalen und Impulsen. Aber wenn ich jetzt sage, das Leben spricht zu uns, was ist es? Ist es Gott? Ist es die Seele? Ist es mein höheres Selbst? Ist es die geistige Welt? Woher kommen diese Signale? Also ich habe mich da am Anfang auch immer so gefragt nach diesem Nahtoderlebnis, wer spricht jetzt da mit mir? Also ich habe sie ja wahrgenommen, aber die eigentliche Sprache habe ich dann erst gelernt. Und fragte mich immer, ist das mein Onkel, ist das mein Geistführer, so wie ich das gelernt habe durch England? Das ist jetzt mein Onkel, und habe mich da immer gefragt, oder? Und mit der Zeit lernte ich, alles ist eins. Also durch auch dieses Nahtoderlebnis, ob jetzt da Gott mit mir spricht, ob da meine Seele mit mir spricht, ich bin da sehr offen. Da gibt es heutzutage, finde ich das wirklich wichtig, dass man da auch offen sein kann. Ja. Aber ich sage immer, das Geistige oder eben die Seele spricht mit mir. Mhm. Ja. Schön. Dann sind wir ja eigentlich jetzt schon bei deinem spirituellen Weg. Medialität war da sicher ein Teil davon. Ich wollte dich mal fragen, ist das für dich zwingend nötig, Medialität und Spiritualität, ist das dasselbe, geht das einher oder sind das zwei unterschiedliche Aspekte vom Ganzen? Wie siehst du das? Also Spiritualität und Medialität. Medialität, ich finde, das ist auch eins. Also eben am Anfang habe ich da gelernt, durch England auch, gehe in einen Kontakt, schaue, was der Verstorbene zu vermitteln hat. Und heutzutage finde ich es wichtiger, also das ist natürlich auch in den Zirkelabenden und wo ich auch seit 2013 einen Zirkel habe, wo wir uns jede Woche treffen, das ist ein enormer Lernplatz zum Lernen quasi. Auch für mich, oder diese ganzen Zirkelabende. Und das finde ich ja wichtig. Ich sage auch nicht, das sind meine Schüler, sondern ich bin auch Schüler von denen. Also Okay. Ich lerne am meisten wahrscheinlich von allen, ja, in dieser Zeit, an diesen Abenden. Und das finde ich sehr schön und das sollte man auch erkennen, finde ich so. Und zurück zu deiner Frage mit der Spiritualität. Also ich finde, dass die Medialität, habe ich immer mehr gemerkt, das ist meine eigene Medialität, die ich da lebe. Also im Leben, das ist eine Lebensschule. Das ist nicht so, dass ich nur mit einem Verstorbenen kommunizieren kann und ich so an Sitzungen den Leuten helfen kann. Klar, da findet sehr viel Heilung statt, aber viel mehr gebe ich den Leuten mit. Das ist dein Leben, das ist deine Sprache mit deiner Seele, oder? Klar, jetzt kommt mir auch gerade wieder in den Sinn, wenn ich da einen älteren Herr, der 50 Jahre verheiratet war, jetzt 80 ist und ich das noch rüberbringen kann, wie er mit seiner Frau kommunizieren noch kann in der geistigen Welt, dann gibt das einem enorm, also wenn man das so sieht und auch an Heilung, oder? Aber schlussendlich finde ich, das ist die Sprache, die Medialität mit der eigenen Seele. Okay. Kann ich das so zusammenfassen, dass Medialität ein Wegbereiter ist, um da hineinzukommen, aber Medialität ist, wenn ich es richtig verstehe, für dich mehr als Jenseitskontakte zu geben oder irgendwelche sensitiven Wahrnehmungen zu haben. Es sollte über das hinausgehen, es sollte zu einem Weg führen, der mich näher zu meiner Seele führt, zu meiner Seelensprache. Verstehe ich das richtig? Genau, also das ist das, was ich so vermitteln möchte. Ja? Also eigentlich wirklich so den eigenen Seelenplan zu leben. Und nicht nur, also klar, wenn man eben merkt, also die Medialität, wie du schön gesagt hast, also den Einsprung ist, dann merkt man, wie das Geistige mit einem kommuniziert. Also dass alles im Jetzt völliger Sinn macht. Okay. Oder? Wir stehen vielfach auf am Morgen und denken, ah, das will ich nicht, oder gehen einem Job nach, der einem nicht erfüllt. Aber wenn man die Sprache versteht, durch natürlich das Lernen von Jenseitskontakten, man steht am Morgen auf, man hat nur ein kleines Gefühl für etwas. Und umso mehr man den Impulsen nahegeht, umso mehr kommt man zu sich selbst und umso mehr kommt man zu seiner Seele. Und das ist das, was man natürlich lernen muss, also diese Medialität, wie die Sinne, also Wie das geht darüber, da hat mir ein Kollege angerufen und gefragt, wo sein verlorener Schlüssel ist, oder? Und ich wusste da nichts. Und dann habe ich das losgelassen. Das ist auch mit dem Ego, wo wir gesprochen haben. Also wie kann ich mir eine eigene Sprache lernen, wenn man das dann wieder loslässt, wenn man nicht etwas verkrampft will,
Dann ging ich dann duschen und machte mich sauber. Dann kam mir ein Bild. Dann rufte ich den Kollegen nachher an und es war mit dem Bild sehr genau, hatte gestummen und er fand seinen Schlüssel. Okay. Oder? Also wenn man das wieder loslässt, das ist so wie, ah, ich habe einen Namen vergessen in einem Gespräch, dann lasse ich das los, bin mit meinem Geist abgelenkt, wir sprechen jetzt in diesem Gespräch da miteinander und auf einmal kommt einem den Namen wieder in den Sinn von dem Kollegen, den du vorher gesucht hast. Das sind Erfahrungen, die kennen wir alle. Ja. Ja, und das ist eigentlich so wie die Sprache mit der Medialität, also mit der eigenen Seele. Man fragt sich etwas, vergisst das wieder, meistens eigentlich, wenn man die Frage schon gar nicht mehr weiß und macht etwas und dann kommt irgendwo die Antwort. Stunden später, ja, das habe ich auch so, diese Sprache und die verschiedenen Ebenen habe ich jetzt in dem Roman niedergeschrieben. Da gibt es unzählige verschiedene Sprachen, sage ich mal. Da hat jeder seine eigene. Ob du jetzt hier sitzt, Fernseh guckst und im Fernsehen in einem Werbespot deine Antworten kriegst für dein Thema gerade oder für deine Ziele, je nachdem. Aber wichtig, hacke das nicht irgendwie als abgehoben oder als Illusion ab, sondern vertraue diesen Impulsen. Das ist für mich so wirklich das Vertrauen am Anfang dazu sehr wichtig. Ja. Schön, wie sieht das bei dir konkret in deinem Leben aus, nebst der Medialität und diesem achtsamen Zuhören der Sprache, des Lebens? Folgst du noch anderen spirituellen Übungen, Praktiken? Machst du sonst noch was? Momentan eigentlich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe Yoga ausprobiert, ich habe Qigong gemacht und ich merke am besten, also was mir gut tut, das Fitness. Also okay. Den Ausgleich, das ist wirklich das, was ich seit nach meiner Krankheit gemacht habe. So die Power von einfach den Muskel von dem eigenen Körper und so kann ich mich auch gut erden. Also klar gehe ich da spazieren in die Außenwelt, aber ich merke eigentlich, der Sport, das ist das, was mich erdet und mir so den Halt gibt, auch wenn man da wirklich zum Teil dann sehr in andere Sphären auch mit Engel arbeitet und Heilungen macht, dass man dann wieder zu sich kommt und so der Sport, das ist eigentlich das, was mir den richtigen Halt ins Leben dann gibt. Das finde ich sehr interessant, das schreibst du auch auf deiner Internetseite. Durch den Sport und indem man die Power seiner selbst bewusst wird, tritt man viel offener der geistigen Welt entgegen. Die geistige Welt kommuniziert durch jede erdenkliche Möglichkeit. Kannst du uns noch mehr darüber erzählen, wie diese Power und die Medialität und das Körperliche für dich zusammenhängt? Was bringt dir diese körperliche Power? Also ich habe gemerkt, dass man dazu bereit sein muss, die Seele, für diese Sprache, für diese Offenheit. Und wenn man dann auch mit Heilungen arbeitet, also das ganze Leben ist immer wieder ein Vergeben und ein Heilprozess eigentlich mit einem selbst. Und umso mehr, da man aber sich öffnet im Herzen, und das hat mir der Sport auch wieder gezeigt, bei sich bleiben und wirklich sich öffnen mit dem Herzen der geistigen Welt, dann geht das viel tiefer. Dann kann man wirklich von Heilung sprechen. Okay. Eben nicht nur im Geistigen bleiben, sondern den Körper mit einbeziehen. Genau. Ja. Gut, vorhin hast du auch gesagt, momentan machst du keine weiteren spirituellen Übungen oder so. Braucht es das eigentlich? Oder denkst du, man kann ein spirituelles Leben leben, ohne täglich eine Stunde Yoga zu machen? Wenn du das brauchst, Andreas. Eigentlich, es braucht nichts. Du kannst einfach nur sein. Loslassen, erleben und sein. Ja. So wie euer Logo. Schön. Ja. Sein, wir sind. Ja, genau, ich bin. Ja. 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 Aber wenn man dazu, wenn man meint, man bräuchte das oder das, also das sind immer wieder Werkzeuge, die einen weiterbringt. Oder? Jetzt mit diesem Sein ist es so nicht immer ganz einfach. Ich denke da, ich war jetzt an einem Retreat, an einem Workshop, habe meditiert oder irgendwas, ein Buch gelesen und ich fühle dieses Sein, ich bin wirklich in diesem Sein verankert, Sonntagabend, Montagmorgen, ich gehe ins Büro und dann ist einfach der Teufel los. Der Chef will was von mir, es gibt 100 neue Aufträge zu erledigen, das E-Mail-Postfach quillt über und alle sind schlecht gelaunt. Und dann ist das Sein ganz plötzlich ganz schnell weg. Aber das ist auch das Leben. Also man sollte ja immer wieder erkennen auch, dass das Leben immer ein Auf und Ab ist.
und dem wirklich auch vertrauen. Also dann gibt es Situationen, die hauen dich wieder vollkommen von dir weg und so ist das Leben. Also dem wirklich vertrauen und erkennen, dass dann die Zeit so ist, zum etwas lernen auch daraus. Oder? Das macht einem ja dann auch standfester und man merkt, dass man dann in der Zeit gerade bei sich sein sollte. Und umso mehr ja dann man schon auch meditiert und erkennt, was gerade passiert im Äußeren und bei sich dann bleibt, dann ändert auf einmal auch wieder das Umfeld, oder? Durch diese Ausstrahlung. Ja? Dass man sich das immer wieder dann bewusst macht. Ja. Also das hört sich für mich so an, als wieder zurückkommen in den Moment und nicht in den Widerstand gehen mit all diesen Aufgaben, mit all dieser schlechten Laune vielleicht von meinen Kollegen oder so, sondern Gelassenheit versuchen zu praktizieren und annehmen, was ist. Genau. Verstehe ich das richtig? Ja. Weil es macht auch Sinn, oder? Also eben wieder der Sinn dahinter erkennen, was man gerade daraus ziehen kann. Oder? Aber heute sind wir vielfach in Ängsten, dass, ja, oder stehen uns selber im Wege, oder? Und da ist halt die geistige Welt an der Seite wirklich das, was einem neutral in der Liebe, extrem in der Wahrheit mit sich selbst weiterbringen kann. Kann mir in diesem Montagmorgen-Moment die geistige Welt helfen? Also ich mache das so, wenn ich merke, es ist irgendwie gerade etwas, das mich im Äußeren aufregt oder so. Früher ging ich da aufs WC und machte irgendwie eine Übung, wie wir es vorher hatten und dachte, jetzt muss ich das machen oder komm, ich mache noch eine Yoga-Übung oder so. Schlussendlich ist es einfach eine andere Sichtweise oder im Kopf, wo man da sich selber gerade wieder in die Power gehen kann und merkt, man ist ja einfach. Und dann verändert sich die Äußerlichkeit dann. Ja, okay, zuerst hast du das auch mit Übungen oder mit ein bisschen Rückzug gemacht und heute kannst du wie Schalter umstellen. Das geht auch nicht immer. Also okay. Das ist ja, wir sind alle Menschen und gerade heutzutage hat man das Gefühl, irgendwie ein Medium, wo der kann alles, weiß alles. Das ist gar nicht so. Oder? Denkst du, muss man das trainieren, diesen Schalter umkippen zu können? Oder braucht es da einfach Achtsamkeit? Ich denke, das geht um Achtsamkeit, um das bewusstere Sehen. Ja, okay. Ja. Und dann erkennen, wie man sich mit sich umgehen kann, ja, dass das sich ändert. Ja. Ja. Auf diesem ganzen spirituellen Weg gibt es für dich da auch Stolpersteine, Schwierigkeiten, spirituelle Fallen, in die man hineinstürzen kann. Gibt es, ja. Also Fallen, ich sage immer, man weiß ja in der Ehrlichkeit immer mit sich selbst, wo das durchgehen sollte. Und umso mehr, sage ich jetzt mal, man das herausfordert, umso härter kommt es auch zurück. Also das wirklich so, auch ich will ja auch immer mehr Junge ansprechen, oder? Und wenn ich das zurück zu mir gehe in der Jugend oder mit den Drogen und alles, dann kann es wie eine Wand kommen. Also und dort finde ich wirklich den Respekt dazu, zu der geistigen Welt. Und in der Achtsamkeit zu sich selbst, in der Ehrlichkeit wirklich den Weg gehen. Also das wirklich Schritt für Schritt, Step by Step und immer wieder dankbar sein für das, was man hat. Das finde ich ganz wichtig. Ja. Also ich höre, Ehrlichkeit und Dankbarkeit kann mich dabei unterstützen, nicht in diese Fallen hineinzustürzen. Ja. Und einfach alles Schritt für Schritt gehen. Und nicht zu viel auf einmal wollen. Okay. Und das Ganze, die Bewusstseinebene, sage ich jetzt mal, erkennen, wenn es Zeit ist dazu, dann der richtige Zeit, der bringt einen ans richtige Ort. Ja. Hast du hierzu vielleicht auch ein Beispiel aus deinem persönlichen Leben, aus einem Stolperstein oder aus etwas, das dir Schwierigkeiten auf deinem Weg bereitet hat? Ja, ich kenne das einfach von mir her, dass mir dann alles zu viel wird. Also dass das dann einfach, wie gesagt, ich Sitzungen da habe und die Verstorbenen in der Nacht kommen und sie weghaben will und sie da nicht weggehen. Also wenn ich das zu fest herausfordere, wenn ich das alles fließen lasse in der Liebe und genau vertraue, dass diese Person zur richtigen Zeit hier ist und ich dann die Verstorbenen wahrnehmen kann, das ist so das, was ich aus dem lernte eigentlich. Ja. Ich denke, dieses Gefühl von es wird alles zu viel, kennen ganz viele Menschen auch, jetzt auch Menschen, die nicht medial arbeiten, sondern einfach auch im Alltag, es wird alles zu viel mit der Organisation der Kinderbetreuung, der Familie, der Partnerschaft, des Berufs. Was könntest du diesen Menschen raten, die in diesem Gefühl feststecken, es wird alles zu viel? Also ich merke das vor allem jetzt mit den Leuten, die auch in meinen Zirkel kommen,
Da gibt es ganz verschiedene Charakteren. Für den einen, da kommen wir wieder zum Vorherigen zurück, also bringt es etwas in die Ruhe zu gehen mit sich selbst, also anhand einer Meditation. Für den anderen ist es meditativ, wenn er kocht. Für den anderen, wenn er in den Sport geht. Das ist für jeder anders, oder? Und da ist es wichtig, wie findest du deinen Ruhepol, oder? Aber dass du den wirklich achtsam auch pflegst in deinem Alltag. Vor allem, wenn du viel geistig arbeitest, dass du immer wieder in den Ruhepol gehen kannst. Ja. Denkst du, alle Menschen haben so einen Ruhepol, sie müssen ihn nur noch finden? Ja. Ja. Wie macht man das? Wie findet man seinen Ruhepol? Indem man, muss ich da zu dir kommen oder kann ich das nein, für mich alleine wie zu gesagt, Hause machen? Also da merke ich auch, wenn Leute kommen mit so einem Charakter, denen bringt das nichts, wenn ich sage, konzentriere dich auf den Atem. Dann studieren die noch mehr, oder? Dann sind die mit dem Fokus nicht auf dem Atem oder sind auf dem Atem, aber hinterher jagen sie den Gedanken nach, oder? Und da ist es wichtig, dass du das selbst für dich herausfindest. Also wie gesagt, ob du da beim Kochen zur Ruhe kommst, ich finde, eigentlich geht es darum, um das Jetzt. Also um bewusst erkennen, dass die Gedanken, dass man sich immer wieder loslassen kann. Eigentlich sterben wir, blöd gesagt, alle paar Sekunden. Wir fallen nur immer wieder in unsere eigene Muster. Oder? So die Aneignungen von Kindheit her, was wir da mitgenommen haben. Ja, Mama sagte, die Banane ist gelb. Irgendwann habe ich gemerkt, die kann auch grün sein. Oder? Ja, also die Sichtweise. Oder? Und eigentlich fallen wir da immer wieder in unsere Muster. Aber wir können uns eigentlich einfach loslassen und sein, doch erkennen, wer wir sind, was wir über uns denken, was wir über andere denken, also die Hauptthemen von uns. Aber schlussendlich können wir uns im Jetzt eigentlich loslassen und das Vollste genießen im Überfluss. Durch Selbsterforschung in die Gelassenheit, ins Jetzt kommen. Mhm. Okay. Mhm. Kannst du vielleicht dieses Gefühl von Gelassenheit, von im Jetztsein beschreiben? Kann man das beschreiben? Das kann man schon beschreiben. Also man merkt immer mehr, dass man selbst eigentlich wie eine Illusion ist. Also dass man, wie gesagt, so Aneignungen hat. Man merkt in Situationen, im Alltag, oh, jetzt kommt wieder das Thema auf mich zu, da habe ich doch gedacht, irgendwie, ich habe mit dem abgeschlossen und so. Und mit der Zeit, umso mehr man mit so Sachen loslässt, das sieht man auch heutzutage häufiger in der Spiritualität, dass Leute denken, sie müssen die ganze Kindheit aufschaffen oder mit dem Fokus die ganze Zeit auf diesen Bewusstseinstrip sind und meinen, sie müssen alles aufschaffen. Und umso mehr sie den Fokus darauf haben, umso mehr nimmt das Gestalt an und umso mehr wächst eigentlich dieses ganze Thema. Und umso mehr man erkennt und einfach dann wieder loslässt und natürlich ändert in den Situationen, die einem zukommen in dem Alltag, aber dann in die Power mit sich selber kommt, oder? Umso mehr geht die Sonne dann auf im Jetzt. Ja, ja, das finde ich ein sehr schönes Thema, wo wir da jetzt sind. Das passt auch wunderbar zu unserem Thema Spiritualität im Alltag. Jetzt dieses Loslassen, verzeih mir, wenn ich da jetzt kritisch nachfrage, ist für mich auch ein bisschen ein Modebegriff. Man hört das überall in vielen Büchern und ich finde das auch richtig, dass das kommuniziert wird. Aber es denke, es kann auch schwierig sein, sich das wirklich vorzustellen. Was ist das Loslassen oder wie lasse ich los? Und deshalb möchte ich da gerne ein bisschen weiter in dieses Thema hineinsteigen. Vielleicht hast du auch wertvolle Ratschläge und Tipps, wie dieses Loslassen wirklich auch im Alltag aktiv, täglich, mehrmals praktiziert werden kann, um in die Gelassenheit des Seins zu kommen. Weil das finde ich wirklich sehr schön, was du da sagst. Ja. Also ich mache das mit den Leuten so, ich sage immer, nehmt ein Blatt Papier und schreibt mal den höchst ersehnten Wunsch auf, den ihr habt. Also die höchst ersehnten Träume, die ihr euch in diesem Leben, jetzt in dieser Inkarnation zum Erblühen bringen. Und achte auf diese göttlichen Impulse dazu. Also schreib nicht nur mit dir, sondern schaue im Gesamten, was bringt das auch anderen, wenn ich dieses Ziel verfolge. Also für die Gesamtheit und du dort reingehst in diesen Seelenplan mit dir, du spürst dann immer mehr, was dich da zum Glühen bringt. Und umso mehr du das
praktifizierst. Also ich sage jetzt auch, wenn ich am Morgen aufstehe, zuerst einen Kaffee trinke und nachher gerade schreibe, das bringt mich zu mehr Blühen. Also wenn du den Seelenplan so nachgehst, finde ich, und dann auch mit den höchst erdenklichen Träume, die du da hast. Heute ist das immer so im Äußeren, die Leute oder eben die Stars machen einem vor, zeigen, man braucht viel Geld, dass man glücklich ist. Oder auch in der Spiritualität gibt es viele so Vorurteile, sage ich jetzt mal. Aber schlussendlich ist es eigentlich ein Zustand. Und umso mehr man in einen Zustand von einem in den Überfluss kommt und auch glaubt und vertraut, dass man an das Ziel kommen kann, sei es irgendwo in einer Finca, in den Ferien, irgendein Haus zu kaufen und zu malen oder eine Garage oder was einem erfüllt. Ich sage immer, schau, was dich am meisten erfüllt. Was bringt dich zum Erglühen, wenn du das machst in deinem Leben? Und das kann eben auch sein, ein Beruf, ein ganz herkömmlicher, alltäglicher, normaler Beruf. Ich muss jetzt nicht Medium werden, um meinen Seelenplan zu erfüllen. Gar nicht, nein. Also eben vom Bürorist bis in die Werkstatt, ein Werkstattchef oder was dich erfüllt. Gelingt dir das persönlich immer, diese Ruhe, Gelassenheit zu aktivieren und ins Sein zu kommen? Nein. Das ist eine Lebensschule. Okay. Und da sollte man auch immer wieder bewusst wirklich bodenständig darauf achten. Also wir sind alle Menschen und eben wie gesagt auch ein Medium. Also das ist vollkommen normal, dass das Leben so und so geht. Gibt es irgendwelche Indizien, wo du sagen kannst, hier gelingt es mir gut, und irgendwelche Ereignisse, Vorkommnisse, wo du sagst, hier gelingt es mir nie? Und hat das dann eine Bedeutung, wenn es hier nie gelingt? Das gibt es durchaus, ja, dass ich in einen Raum komme, da ist es für mich schwieriger, da gehe ich irgendwie einkaufen oder da ist es wieder anders. Und also das ist nicht so, dass ich das beim Einkaufen mache, aber einfach so aus der Erfahrung her, dass ich erkenne, dass es eigentlich immer mit einem selbst zu tun hat. Ja. Es ist immer, was man da über das denkt, also über das Äußere oder mit sich, man macht sich das nur selber vor. Ja. Wie sieht das aus in besonders emotionalen Momenten mit dieser Gelassenheit, mit diesem im Sein sein? Ich denke hier jetzt an Partnerschaften, an Liebesbeziehungen, aber vielleicht auch an die Beziehung zu den Eltern. Wo viele Emotionen sind, ist manchmal schwieriger im Sein zu sein. Genau, das ist so, ja. Aber ich finde gerade in Beziehungen, ob es jetzt mit den Eltern ist, in der Familie oder in einer Partnerschaft, also gerade in Beziehungen wird einem sehr viel gespiegelt. Also das ist eigentlich das, was ich so, wenn ich zurückschaue, am meisten lernen darf. Ja. Und das ist das, was man merkt, was für Themen einem da beschäftigen. Oder eben, wie gesagt, Ängste, da gibt es verschiedene Ebenen und verschiedene Ausdrücke, die wir da mit uns selber so haben. Oder auch von einer Partnerschaft, zum Beispiel, wenn man heutzutage in eine Partnerschaft geht, also man merkt das vielfach von Leuten. Und wenn ich so in meinem Kollegenkreis schaue, dann haben sie, weiß ich was, für Vorstellungen von der Partnerin, was die einem alles geben sollte. Oder? Und die Eigenliebe, das finde ich schon einen sehr wichtigen Punkt. Ja, wie gehst du mit dir selber um? Wie gesagt, lebst du das, was du von einem Partner überhaupt auch willst? Das finde ich ganz einen wichtigen Punkt, ja, heutzutage. Diese Erwartungen an die Partnerschaft, was ist deine Meinung dazu? Wie siehst du das? Ich finde immer, also man sollte, wie gesagt, nicht zu hohe Ansprüche haben. Und dass man das selber sich gibt, was man von einem anderen erwünscht. Weil dann kann man viel mehr in dem Glück zusammengehen, anstatt gegeneinander. Ja. Mhm. Und das gemeinsame Glück, so diese Eigenliebe. Ja, im Überfluss und dann auch mit dem Göttlichen zusammen so dann genießen. Wie bist du zur Eigenliebe gekommen? Das ist auch ein sehr interessantes Thema, wo ich denke, auf dem spirituellen Weg viele Menschen sich damit schwer tun, sich selbst zu lieben, sich selbst anzunehmen. Ja,
Also eigentlich, ich war viel alleine, schon durch meine Krankheit, also im Kinderspital. Meine Eltern gingen da wieder nach Hause und ich war viel alleine. Oder ich hatte viel auch ein Einzelzimmer, ab und zu war mal noch jemand in meinem Zimmer. Und, aber die Eigenliebe, also das ist schon so, wie weiß ich eigentlich, dass ich ich bin? Oder wie weiß ich eigentlich, dass du jetzt Andreas bist? Das ist das, was mich dann auch so beschäftigt hat in diesem Kinderspital, wo ich da mit den Verstorbenen die wahrnahm, oder? Wie weiß ich eigentlich, dass ich jetzt hier bin und mit dir spreche, oder? Und das ist so das, was man dann in der Eigenliebe so mit sich selber so zum Beispiel mal aufschreiben kann. Wie gehe ich mit mir rum? Wie wertschätze ich mich? Bin ich da dankbar mit mir, ja, all die Themen mit einem selber, oder? Und dann immer wieder so wirklich ehrlich zu sich ist. Und durch diesen Spiegel dann, da kommen auch immer wieder ganz andere Partner dann in dein Leben. Aber wenn man so zurückschaut, ja, finde ich es auch zum Beispiel in einem Beruf, den man war, oder? Was habe ich wirklich aus den Beziehungen, vielleicht auch so als Chef, gelernt? Was hat er mir gespiegelt? Wieso hat mich das Thema so beschäftigt? Das ist vielleicht nur ein Thema aus der Kindheit, wo da wieder der Chef mir spiegelt, oder je nachdem. Und das finde ich eigentlich die eigene Spiritualität und wirklich die Eigenliebe auch so zu leben. Ja. Also Spiritualität, wenn, hat sehr viel damit zu tun, mit Selbstreflexion, mit sich selbst erkennen, mit Selbstfindung, um in die Eigenliebe, um ins Sein, in die Gelassenheit zu kommen. Ja. Gut. Hast du vielleicht abschließend oder für unsere Zuschauer so eine kurze Zusammenfassung von diesem Weg, wie man da ins Sein kommt? Was ist jetzt die zwei, drei wichtigsten Punkte dafür? Also das Wichtigste ist sicher mal loslassen. Loslassen, also zuerst erkennen und dann loslassen. Das finde ich so die zwei wichtigsten Punkte. Also dass man merkt, wie man in Situationen oder was man sich vielleicht auch vormacht, also wer man selber ist, und danach das Loslassen und dann zu genießen, einfach zu sein. Ja. Schön. Ich denke, du bist auch jemand, du arbeitest auch viel mit jungen Menschen, hast du mir erzählt, und auch im Bodypump, im Fitnessbereich. Du bist sicher auch jemand, der die Menschen sehr begleiten, unterstützen und auch motivieren kann. Hast du ein paar motivierende und unterstützende Worte für unsere Zuschauer? Ja, also erkenne dein Power, also quasi, was gibt dir denn Power? So, zuerst mit dir selber. Und dann, wie ist das so mit deinem Herz? Wie offen bist du? Weil zur Heilung und zur Vergebung braucht es immer wieder die Herzensöffnung, wenn man da auch mit der geistigen Welt danach arbeiten will. Und finde diese Power und lebe vertraut in diesen geistigen Flow. Ja. Schön. Herzlichen Dank, Rico, danke dir vielmals, für das angenehme Andreas. Gespräch. Ja. Hat mich sehr gefreut. Liebe Zuschauer, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß, wie ich, heute bei Rico zu sein. Und ich bin überzeugt, ihr könnt ganz viel aus diesem spannenden Interview mitnehmen. Ich bedanke mich einmal mehr fürs Zuschauen und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid bei einem weiteren Interview von Wir sind. Bis aufs nächste Mal. Tschüss.